Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Gottesdienst, sehr geehrte liebe Zuschauer. Mein Name ist Tobias Eisler, für die, die es nicht wissen, Pfarrer hier in der Auferstehungskirche in Ruid. Für diesen Gottesdienst war es so geplant, dass eine Gruppe von Studenten zu Besuch kommt, nämlich Studenten aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das Albrecht-Bengel-Haus, ein Haus, das es seit Jahrzehnten dort gibt in Tübingen, Studienbegleitung, Theologiestudium und auch einige andere Fächer werden dort begleitet, geistliches Leben, Unterstützung beim Theologiestudieren und dort eine Gemeinschaft. Es gibt dort einige Lehrer und Herr Heidel, der dort Lehrer und Dozent ist, hat uns zugesagt, mit einer Studentengruppe zu kommen. Jetzt haben wir diese schwierigen Bedingungen durch die Corona-Zeit und wir haben so vereinbart, dass uns die Studentinnen und Studenten einen Film schicken. Sie werden uns heute digital besuchen. Schade natürlich, Gruß an die Studentengruppe, dass sie nicht live hier in der Auferstehungskirche sein können, dass sie nichts in der direkten Begegnung mit uns erfahren können. Vielleicht schauen Sie auf die Homepage, dort gibt es einige Videos, kann man über uns etwas erfahren. Jedenfalls ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag aus dem Albrecht-Bengel-Haus. Wir wünschen den Studenten dort alles Gute, Gottes Segen. Ich nehme gleich zu Beginn die Abkündigung vorweg, damit wir wissen, was hier für unsere Kirchengemeinde wichtig ist in dieser Woche. Ganz herzlichen Dank, das habe ich gerade gesagt. Es wird wieder so sein, dass es eine ausgedruckte Predigt gibt, kann man hier in der Kirche mitnehmen. Das Opfer des Gottesdienstes ist selbstverständlich fürs Bengelhaus bestimmt. Es gibt jetzt überall Löcher in den Kassen. Danke für Ihre Spende, die Sie überweisen oder in den Briefkasten drüben am Pfarrhaus in einem Umschlag einwerfen können. Am Dienstag wird um 19.30 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderats erstmals wieder im Gemeindehaus sein. Bis zu 5 Personen könnten als Zuhörer teilnehmen. Dafür wäre aber eine Anmeldung bei uns notwendig. Bitte daran denken. Nächsten Mittwoch lade ich um 20 Uhr zum Gemeindegebet per Videokonferenz ein. Teilnehmer mögen sich bitte per Mail bei mir anmelden. Am Pfingstsonntag ist wieder Gottesdienst hier in der Auferstehungskirche. Begrenzte Personenzahl, 80 Personen dürfen hier rein. Sie sind herzlich eingeladen, Gottesdienst hier in der Kirche. Am Pfingstmontag treffen wir uns zu einem Freiluftgottesdienst im Rossert, gemeinsam mit der Kirchengemeinde Kemnath. 10.30 Uhr ist vorgesehen. Falls sich an dieser Zeit noch etwas ändern sollte, schauen Sie in die Stadtrundschau oder auf unsere Homepage, dann sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und jetzt viel Aufbauendes und Gutes mit den Bengeln.
Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, heute mit Ihnen auf diese besondere Weise Gottesdienst feiern zu können. Wir, also die Personen, die Sie in diesem Videogottesdienst sehen werden, sind Studenten aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Eigentlich wollten wir Sie heute gerne persönlich in der Kirchengemeinde in Ruid besuchen und mit Ihnen dort Gottesdienst feiern, mit Ihnen Gott loben und Ihnen von der Arbeit im Albrecht-Bengel-Haus erzählen. Jetzt muss die persönliche Begegnung leider noch eine Weile warten. Aber durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir trotzdem miteinander verbunden, auch über die Ortsgrenzen hinweg. Und das soll auch in diesem Videogottesdienst deutlich werden. Wir Studenten, die diesen Gottesdienst gestalten, sind im Augenblick auch über alle möglichen Orte verteilt. Sie werden das merken. Aber wir haben ein gemeinsames Zentrum in Jesus Christus. Denn Jesus hat seine Nachfolger nicht einfach in dieser Welt allein gelassen, als er zum Vater zurückgegangen ist. Sondern er spricht uns zu, das hören wir im Wochenspruch für diese Woche: Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Und deshalb sind wir heute versammelt in gewisser Weise und feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 27. Sie finden den Psalm im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 714. Die Nummer 714 im evangelischen Gesangbuch. Alle Verse des Psalms sprechen wir gemeinsam. Und so beten wir. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich.
mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, unser Heiland, dieser Tag ist dein Tag. Du bist auferstanden und hast dich den Deinen als Fürst des Lebens offenbart. Lass uns auch heute die Kraft deiner Auferstehung erfahren und tritt du in unsere Mitte mit deinem Friedensgruß und erweise dich als lebendiger Herr. Amen. Die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde in Ruth,
Heute sind wir nicht bei ihm. Aber geeint sind wir im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns diesen Glauben gemeinsam bekennen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wenn Sie wollen, dürfen Sie dazu auch von Ihren Sofas aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Seit Monaten, wie zerbrechlich unsere Welt ist, wie gebrochen wir Menschen sind, wie angreifbar das ist, was uns sonst im Leben Sicherheit verspricht. Gesundheit, Wirtschaft, Regierungen, das ist alles wichtig, aber nichts davon bietet ein Fundament, auf dem wir sicher stehen können. Aber was hat denn dann Bestand, wenn alles ins Wanken gerät? Das Volk Israel, dessen Geschichte die Bibel erzählt, hat das immer wieder deutlich erfahren müssen. Immer dann, wenn sich die Israeliten auf sich selbst verlassen hatten und aufhörten, nach Gott zu fragen, dann fing ihre Welt an zu wanken und ihre Geschichte endete in Krisen und Katastrophen. Aber eines hatte durch all das hindurch Bestand: Gottes Treue. Gott liebte diese Menschen, die sich immer wieder von ihm abwandten, so sehr, dass er sogar bereit war, selbst für sie in die Bresche zu springen. In seinem Sohn, in Jesus Christus, in dem Messias Israels, dem Retter der ganzen Welt, bietet er uns ein Fundament an, das niemals ins Wanken gerät. Ein Fundament,
auf dass es sich lohnt, seine Füße, sein ganzes Leben zu stellen. Ein neuer Bund. Ich will diesen neuen, unverbrüchlichen Bund und ich will das Gesetz in meinem Herz, in meinen Sinn geschrieben. Ich will nur noch Gott und seine Gnade lieben, sein Volk sein und er allein soll mein Gott sein. Ich will, dass nur noch Gott mein Gott ist, mich nicht mehr trennen von ihm, ohne Scheuklappen zu ihm rennen, vor ihm treten. Lehre ist nicht mehr nötig, denn wir erkennen den Herrn. Über alle Generationen hinweg werden wir ihn ehren, so wie er ist. Erkennen seine Güte, sein Wesen, seine Liebe, wie nie dagewesen. Unsere bisherigen Vorstellungen verwesen. Wir erkennen ihn mehr als an jedem Bibellesen. Er wird vergeben. So oft habe ich den Bund mit dir gebrochen, mein Heil anderswo gerochen, Glück woanders gesehen und dich nicht mit offenen Armen stehen sehen. Habe woanders Geborgenheit gespürt, doch ist davon nur hergerührt, dass doch nur deine Vollkommenheit mich wirklich berührt. Höre ich, wie erhöht du bist und dennoch meine Nähe misst, dann ist es unverständlich, wie ich deinen guten Bund gebrochen, wo du doch mit deiner Freiheit bestochen hast, mich aus Ägypten befreit. Hast du mein Schreien gehört? Dein Einschreiten war unerhört, aber nicht mein Gebet. Und ich könnte 1000 Seiten schreiben über die Gefangenschaft, Seiten füllen über die Einzelhaft. Doch fesselt mich jetzt dein Wort allein und dein Joch ist die kleinste Pein. Denn du nahmst mich an der Hand, alle Gefahr gebannt, ließen wir hinter uns mein persönliches Ägyptenland, wo niemand je wahres Leben fand. Weg von Sklaventreiber, Schuld, Angst, Hass, hab ich meinen Entschluss gefasst. Ich will nie mehr gefangen sein, zu dir kommen, ganz allein. Nicht auf tosende Wellen schauen, nur dir vertrauen, mit deinem Wort in meinem Herz und dem Gesetz in meinen Sinn geschrieben, will ich deine Wahrheit lieben. Ich bin jetzt ein Teil von deinem unvollkommenen Volk, das dir nachläuft, dir folgt, wo auch immer du hingehst. Lassen wir unsere Hoffnung nicht fahren, auch nach deiner Himmelfahrt. Sehen wir doch, wie der Geist uns bewahrt, deinen Beistand erfahren, einen Tröster haben. Doch davon merke ich meistens herzlich wenig. Gott hält diesen Bund doch eh nicht. Ich schätze, da hat er sich verschätzt, ich meine Hoffnung auf den Falschen gesetzt, werde wieder vom Alltag gehetzt. Wo ich auch bin, ich erkenne dich nicht, mein Vertrauen erlischt. Vergesse dein Gesetz. Wolltest du es nicht in mein Herz geben, in meinen Sinn schreiben? Ja, wo ist denn deine Hand, die mich sonst immer im Wanken fand? Hast du denn deinen Bund vergessen? Höre, Herr, meine Stimme, wenn ich rufe. Merkst du nicht, wie ich suche? Nach dir verlangt meine elende Seele. Du wolltest doch mein Gott sein. Doch weiß ich, hast du schon längst gezeigt, dass du mein Gott bist, für mich da. Hast es gezeigt auf Golgatha. Nicht deinen unverbrüchlichen Bund, sondern meine Sünde hast du dort vergessen. Wunden verbunden, den Tod überwunden. So kann ich doch wieder erwarten, warten auf deine Wiederkunft. Ich bin bereit für diese kommende Zeit. Warten mit Perspektive Ewigkeit. Cool.
Wir wären vermutlich heute nicht hier und würden nicht in dieser Konstellation mit Ihnen Gottesdienst feiern, wenn es das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen nicht geben würde. Das Albrecht-Bengel-Haus ist ein Studienhaus, zu dessen Lebensgemeinschaft ungefähr 120 Studenten in Tübingen zählen. Die meisten von uns studieren evangelische Theologie, entweder auf Pfarramt oder auf Lehramt. Und auf dem Weg durch dieses Studium werden wir im Albrecht-Bengel-Haus begleitet. Was das bedeutet, davon erfahren Sie etwas mehr in dem folgenden Videoclip. Wir sind echte Bengel. Nicht solche, sondern wir sind Studenten aus dem Bengel-Haus. Unser Namensgeber, Johann Albrecht Bengel, steht für unter anderem wissenschaftliche Theologie, gelebter Glaube und Beziehung zur Gemeinde. Durch die Hausgemeinschaft ist unser Alltag sehr geprägt. Zum Beispiel gibt es Andachten. Hier starten wir mit Gottes Wort in den Tag und dürfen auftanken. Und nicht zu vergessen unsere Stockwerksgemeinschaft. Hier ist Raum für tiefe Gespräche, Diskussionen, gemeinsames Essen und Gebet füreinander. Einmal in der Woche haben wir auch eine Hausvollversammlung mit spannenden Vorträgen und anschließend gemeinsamen Kaffee trinken. Außerdem können wir Seminare der Hauslehrer besuchen, in denen die Bibel als Gottes Wort ernst genommen wird. Unser Haus finanziert sich durch Spenden, denn Menschen setzen Hoffnung in uns, damit wir Hoffnungsträger sein können, in sowohl Gemeinde als auch Schule. Das Haus ist für uns ein großes Segensgeschenk. Wir haben Rückhalt während des Studiums und dürfen im Glauben wachsen. Jetzt haben Sie einen kleinen Einblick bekommen. Wir Studenten sind sehr dankbar für das Bengel-Haus und all das, was wir dort lernen und erleben dürfen. Doch damit diese Arbeit weiterhin möglich ist, brauchen wir Ihre Unterstützung. Und deshalb bitten wir Sie an erster Stelle um Ihr Gebet. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Denn das Bengel-Haus ist ein Spendenwerk, das heißt, wir sind auf Spenden angewiesen. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, dann finden Sie nähere Informationen unter dem eingeblendeten Link. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie auch einmal persönlich kennenlernen können. Wir wollen nun zusammen Fürbitte halten. Der Herr ist unser Licht und unser Heil. Vor wem sollten wir uns fürchten? Der Herr ist unsere Lebenskraft, vor wem sollte es uns grauen? Himmlischer Vater, wir kommen vor dich im Wissen, dass du uns hörst und siehst. Danke, Vater, dass du uns immer wieder zusprichst, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Aber Vater, du siehst auch, was uns Angst macht und weshalb wir uns fürchten. Wir wollen dir die Sachen, bei denen wir merken, dass wir deine Hilfe brauchen, in deine Hand legen. Herr, wir bitten dich für die vielen Menschen, um die sich derzeit einherlagert, die mitten im Krieg leben. Allmächtiger Gott, bitte hilf diesen Menschen, hilf ihnen, sich trotz allen Umständen auf dich zu verlassen. Sei du ihre Zuflucht zur bösen Zeit und birg du sie im Schutz deines Zeltes. Wir möchten dir speziell die Konflikte in Syrien und auf der arabischen Halbinsel anbefehlen. Jesus, in deinem heiligen Namen bitten wir dich, dass du diese Krisen beendest und diese Menschen vor weiterem Leid bewahrst. Vater, du siehst und hörst alle Menschen, die momentan besonders laut nach dir schreien. Sei es in Verzweiflung, in Trauer, in Hoffnungslosigkeit oder in Angst. Herr, erhöre ihre Stimmen, wenn sie rufen. Sei ihnen gnädig und antworte ihnen. Wir bitten dich, Vater, dass du zu ganz vielen Menschen redest. Offenbare du dich ihnen mit deinem Wort, mit Wundern, mit deiner spürbaren Präsenz. In deinem Namen bitten wir dich, Jesus, dass du viele Menschen anrührst, ganz speziell heute
und in der kommenden Woche. In einer kurzen Stille wollen wir dir Menschen anbefehlen, die nach deinem Antlitz suchen. Vater, wir legen dir diese Menschen in deine Hand und bitten dich, dass du in ihnen Wohnung nimmst. Allmächtiger Gott, du allein bist unsere Hilfe. Du verlässt uns nicht, auch wenn Vater, Mutter oder andere Verwandten oder Freunde uns verlassen. Du siehst auch die Menschen, die in den letzten Tagen von Verwandten oder Freunden Abschied nehmen mussten. Jesus, ich bitte dich, dass du die Trauernden bei dir aufnimmst. Danke, dass wir wissen, dass du sie nicht verlassen wirst, und ich bitte dich, dass du sie tröstest. Lass sie bei dir Frieden finden, ne? Und wissen, dass du sie niemals allein lassen wirst. Jesus, ich bitte dich, erinnere auch uns daran, dass wir sterben müssen, dass wir dadurch klug werden und unsere Abhängigkeit zu dir immer wieder neu begreifen. Mach uns jeden Tag neu klar, welche Verheißung du uns schenkst, dass du uns ewiges Leben mit dir schenken willst. Lass uns Christen auch fester werden in der Hoffnung, dass wir eines Tages deinen heiligen Tempel sehen dürfen und dass wir die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen sehen werden. Vater, du siehst unsere Situation mit der Corona-Krise. Du siehst, was diese Situation für uns Einzelne bedeutet und was sie für unser Land, unsere Gemeinden, unsere Familien bedeutet. Vater, wir bitten dich für Hilfe in der Forschung, dass bald Möglichkeiten gefunden werden, sterbenden Leuten zu helfen. Großer Gott, du bist mächtiger und weiser als alle weltlichen Verantwortlichen. Bitte hilf den Verantwortlichen und Politikern, weise Entscheidungen zu treffen. Und hilf uns, dass wir dann auch mit diesen Entscheidungen umgehen können. Wir bitten dich für die Gemeinden und dass du sie in dieser Zeit segnest und dass du deinen Heiligen Geist über sie ausschüttest. Schenke viel Liebe, dass sich deine Kinder gegenseitig helfen können und man viel Rücksicht aufeinander nimmt. Wir bitten dich auch konkret für die Gemeinde in Ruid. Bitte sei du diesen Sonntag bei den einzelnen Gemeindemitgliedern. Schenke denen, die momentan viel harren müssen, viel Geduld und Barmherzigkeit. Lass uns getrost und unverzagt sein und auf dich harren. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das du, Jesus, uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für diese Woche erbitten,
möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie in dieser Zeit ganz besonders erleben dürfen, dass Gott seine Kinder nicht im Stich lässt. Er ist bei uns, hier und jetzt. Und er bereitet für uns einen Platz bei sich vor, an dem wir in alle Ewigkeit bei ihm geborgen sein dürfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und hoffentlich bis bald.